Also von Kleidung hat die Frau echt Ahnung. Das muss man rundheraus und neidlos anerkennen. Ich würde so gerne hier mehr machen, als nur die ganze Zeit hier in dem Menü rumgammeln. Aber es ergibt sich halt momentan so. Die nächste Erkundungsreise wird stattfinden. Irgendwohin, von irgendwoher. So, wir sehen gut aus. Wir haben 12 Uhr Mittag. Wir machen mal 13 Uhr Mittag draus. So, springen wir mir jetzt gleich in die Kehle oder nicht? Nee. Ich nehme an, ich muss dafür Danke sagen. Ich gehe jetzt da hoch, wo der Wolf hingerannt ist. Um mich mit Wölfen zu boxen. Oder ein Haus zu finden. Oh. Freiluftstil. Hat bestimmt der fliegende Holländer gebaut. Kein Ofen, wen wundert's? Flair Okay. Beef Jerky. Okay, ja. Lampenöl steht nichts mehr rum, liegt nichts mehr rum, unterm Bett nichts. Okay. Hallo, Mr. Plastik. Ne Soda. Auch diese Bude ausgeräumt. Aber nichts Nützliches. Natürlich ist die Nahrung nützlich, aber ihr wisst ja, Selbstversorger und so. Na, gehen wir mal da weiter hoch. Wir haben plus, wir empfinden gerade plus Grad 20. Alter, das hält den Kopf mehr aus. Wenn hier nicht alles so total zugeeist und geschneit wäre, wäre das bestimmt ein richtig geiler Fleck Erde. Könnte ich mir auch so ein Häuschen vorstellen. Allerdings würde ich mir einen Ofen reinstellen. Ist das der Berg da, von dem wir gekommen sind? Lugen wir mal noch da um die Ecke.
da ein anderer Strand da hinten? Ich wollte ja eigentlich bei dem Pfad da unten bleiben. Aber der hätte uns eh hier hingeführt. Ja. Ja. Was haben wir denn da? Das ist einfach nur eine Brücke, oder? Jupp. Kann man da rein vielleicht? Gibt es da so, dass dann so Brückenpfeiler, so Türen sind für. Nee, ist derselbe Strand. Plus 5 Grad. Fangen die dann zu schwitzen, Mädel. Das heißt doch jetzt dünnes Eis, oder? Schwaches Eis. Gehen wir mal da runter. Absaufen will ich echt nicht. Lass mich raten, das ist hier eine Kartenbegrenzung und hier ist eine Sackgasse. Steinbruch, Steinfall. Ja, jetzt mit Sicherheit Ende Gelände. Also die Runde hat mich definitiv gegen diese Dreckswölfe abgehärtet. Vorausgesetzt, man hat eine Axt auf Taschen. Muss man eigentlich nur ein-, zweimal zuschlagen. Wetter, was los? Muss man eigentlich nur ein-, zweimal dann rechtsklicken und dann haut er ab. Ist das hier Wolfshöhlen hier oder wie? Ich muss da jetzt einfach rüber. Ja, ist ja nicht. Okay. Folgen wir weiter den Spuren des Nichts.
Okay. Ging glatt. Ein zugefrorener Bach. Vorne ist noch so eine Brücke. Wieder dieselbe Brücke wie vorhin oder eine andere? Das Jammern von den Wölfen hört sich so nah an, das ist unglaublich. Das Wetter bleibt noch konstant. Müdigkeit, Hunger. So, einmal eine Soda. %, jetzt nur noch. Aber man lässt ja nicht unversucht. Ach, ich bin auf Tinder, ernte ich Esel. Oh Gott, ihr habt euch wahrscheinlich schon 100-mal totgelacht. Okay. Wem der Schuh passt, der zieht ihn an. Da 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 da. Gott, ich bin so sackblöd. Ach nee, ach herrlich. So, wie fertig ist die Axt? Oh, Garnet hat sogar dir gar nicht so viel abgezogen. Alter Schwede, ich glaub's ja nicht. Und 3 Cedarwood. Ach Gott, ich könnte gerade vor Scham im Boden versinken. Scheiße! Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen, dass man das wählen muss. Ja, dann brauchen wir jetzt ja nur noch eine Wummen, Krachmacher, eine Puste. Damit ich mir von den Kollegen da ein Stückchen abschneiden kann. So. Hallo Paletten. Nochmal 3 Siedewohl, ja, weißt du, also, oh Gott, also.
Jammer hier 5 Stunden rum und vom einen auf den anderen Moment könnte ich eine Kohlerei aufmachen. Ich hatte hier doch irgendwo Holz. Ich hatte hier doch Holz. Ja, komm, ist jetzt ja auch egal. Stück 3,5 Kilo. Tinderplug und ach, was weiß ich noch alles. Gut, Holz hätten wir jetzt. Jetzt bräuchte ich mir nur was zum Grillen. Und zwar bald. Ich darf einfach nicht. Ich darf nicht, wie ich will. Gut. Ich schlafe jetzt hier mal ein Stündchen zum Speichern und wir sehen uns dann. Tschüss.